Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer sehr verregneten 116. Folge von Wir in Rhens. Sie werden es plätschern hören, vielleicht sehen Sie auch zwischendurch immer so ein paar Tropfen da zwischendurch fallen. Was Sie nicht sehen können, ist unser Karl-Heinz, der ganz tapfer Alltagshelden mit dem Regenschirm hier an der Kamera steht. Lieben Dank. Wir sind an der Kelter in Rhens. Oben sind die Weintrauben, daneben fahren die Züge und es wird immer nasser. Aber wir sind ja sportlich und damit auch schon beim ersten Thema. Jiu-Jitsu, eine Sportart, die nicht unbedingt so bekannt ist, aber in Rhens durch den TUS ganz viele Freunde hat. Und ich durfte einen Meister dieser Sportart interviewen. Und es war eigentlich auch für den TUS eine Ehre, dass Siegfried Lori nach Rhens gekommen ist. Willi, für Außenstehende sieht das natürlich alles sehr ungewöhnlich aus. Und es ist wohl auch ungewöhnlich, dass ihr einen solchen Großmeister hier als Trainer heute habt. Ja, Siegfried Lori ist ein Großmeister, ein deutschland- und europaweit bekannter und anerkannter Trainer. Und wir sind sehr stolz, ihn hier zu haben. Und man sieht es an der Masse der Leute, also über 60 teilweise hochgraduierte Dan-Träger sind hier, um von ihm zu lernen. Die Techniken, die er zeigt, sind sehr effektiv und sehr wirkungsvoll. Also er geht sehr viel auf Schmerzpunkte, gerade bei Fingerhebeln, so wie wir das eben gesehen haben. Damit kann man schon einiges anrichten. Also sieht unspektakulär aus, ist aber sehr, sehr schmerzhaft. Wie bist du auf ihn gekommen? Hast du schon Kurse bei ihm vorher besucht und dachtest jetzt, das wäre auch mal was für Rhens? Ja, also ich habe mehrere Kurse bei ihm besucht und habe ihn auch schon selbst am eigenen Leib erfahren dürfen. Und in ein paar netten Gesprächen und auch nach dem ein oder anderen Weizenbier sind wir dann der Meinung gewesen, so etwas hier mal nach Rhens zu holen. Und wie sich zeigt, war das eine gute und richtige Entscheidung. Also die Teilnehmer zum Beispiel, die kommen aus ganz Deutschland. Also das sind Leute aus Passau, aus München, aus Norddeutschland, aus Bremen, aus dem Ruhrgebiet und wo die überall herkommen. Also und natürlich nicht zuletzt auch viele hier aus TUS Rhens, die also hier auch auf der Matte sind. Also auch für euren Verein eine große Ehre, kann man sagen, so jemanden mal hier nach Rhens holen zu können. Ja, natürlich, eine absolute Ehre. Wir sind sehr stolz darauf, dass er hier ist und dass er auch in seinem eng gesteckten Terminkalender die Zeit gefunden hat. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war und ihm gefällt es auch. Und deswegen hoffen wir, dass er nochmal herkommt. Ja. Wie geht das jetzt für die Teilnehmer weiter? Die trainieren jetzt Dinge, die ihr gezeigt bekommt und können das dann weiter anwenden? Also 80% der Teilnehmer hier sind selbst Trainer. Das heißt, er gibt sein Wissen an die weiter, zeigt die Techniken und die Teilnehmer nehmen das dann mit in ihre Schulen und bringen es da an die Schüler oder an die Vereinsmitglieder weiter. Paula und Lara, zwei Mädchen, so ziemlich die einzigen Damen oder ganz wenige Damen heute in diesem Sport. Was fasziniert euch daran? Ja, also wir machen das schon länger, wir trainieren auch schon länger zusammen und es ist halt irgendwie auch so eine Gewissheit, dass man auch auf jeden Fall weiß, sich irgendwie zu verteidigen auch. Ja, gerade als Frau hat man es ja manchmal schwerer, sich zu verteidigen. Und ich meine, es macht auch generell Spaß, dass man mit mehreren zusammen das trainiert und halt weiß, wie man sich verteidigen kann und nicht, also auch mit verschiedenen Gegenständen. Ja. Also eine Sportart, die fit hält, die Spaß macht und die man praktisch im Leben auch in einem Ernstfall, von dem man ja hofft, dass er nie eintritt, aber notfalls könntet ihr euch so richtig wehren. Ja.
Ja. Also auf der Straße ist das natürlich immer alles was anderes, aber man hat halt so auf jeden Fall so eine Gewissheit, dass man auf jeden Fall etwas könnte, wenn es eintreten sollte, dass irgendwas passiert oder so. Ja. Also hier beim Training geht es dann nicht mal so richtig ganz hart zu? Nee, eigentlich nicht so, weil wir verletzen uns ja auch nicht. Das wäre was anderes noch. Also man passt halt auf, dass man mit dem man trainiert, dem nicht weh tut. Woher kommt ihr? Aus Mülheim. Ja, auch aus Mülheim. Also nicht jetzt ganz so weit weg. Wie ist das für euch, mit einem solchen Großmeister zusammenzuarbeiten? Ja, es ist halt auch erstaunlich so zu sehen, wie weit Leute auch kommen können in so einer Sportart. Das ist halt schon erstaunlich auch manchmal so, was Menschen alles so können auch. Ja, ja, vor allem wenn man die ganz klein sieht, die schon Schwarzgurt haben, dann ist es schon cool. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg und viel Freude dabei und hoffe, dass ihr es niemals wirklich anwenden müsst. Ja, danke. Herr Lori, wir haben eben schon gehört, Willi Macher sagte, es ist für ihn eine große Ehre, dass Sie hier nach Rhens gekommen sind. Sie hätten aber auch viel Spaß dabei. Ja, ja, ganz klar. Ich kenne die Leute schon längere Zeit jetzt. Ja, und ich mache natürlich meinen Sport auch gern. Und wenn ich natürlich noch an einen Ort fahren kann, wo ich noch gar nicht war. Das heißt natürlich nicht, dass ich noch nie am Rhein war, weil ich bin ja jedes Jahr beim Thomas Stein eingeladen und das Jahr schon zum 12. Mal. Und jetzt dieses Jahr bin ich halt nach Rhens eingeladen und zu den Wülfeld machen. Und ich bin natürlich sehr gerne auch hierher gefahren. Das ist auch eine schöne Gegend und die Leute machen auch mit Spaß mit und das ist immer wichtig. Und die können auch richtig was Neues lernen. Gibt es denn in dieser Sportart grundsätzlich neue Dinge? Sie sind jetzt 50 Jahre als Trainer schon im Geschäft. Was hat sich da verändert? Also von den Techniken, ich sage immer so, man kann keine Technik oft genug üben. Mhm. Was wichtig ist für die Praxis, was man ja heute in der heutigen Zeit, ja, kann man sagen, sehr wichtig ist, dass man Selbstverteidigung beherrschen würde. Ganz wichtig wäre es natürlich die Selbstverteidigung für Frauen oder für Mädchen. Mhm. Und ich bin ja vom Beruf Vollzugsbeamter gewesen, also ich war 27 Jahre bei der Justiz, ich war Sicherheitsbeamter. Und war im Sportausbilder für Justizbeamte, Polizeibeamte, Sondereinheiten. Und kann sagen, ich bin als Referent seit 55 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs. Das finde ich total faszinierend. Eine Sportart, die jetzt nicht nur der Sportart wegen ausgeübt wird, sondern mit der man wirklich im Leben was anfangen könnte. Aber ich habe das eben mit den beiden Mädchen besprochen, in einer Situation, von der man ja hofft, dass man nie reinkommt. Das ist richtig, ja. Das ist natürlich gut, wenn man nicht in so eine Situation kommt. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man in so eine Situation kommt, man hat sich dann, man kann sich zu helfen wissen und man kann sich halt verteidigen. Das heißt ja vom Strafgericht her, Paragraph 32 im Strafgesetzbuch heißt ja Notwehr. Wenn ich Notwehr Selbstverteidigung mache, darf ich mich auch verteidigen und sorgen. Und ist ja auch wichtig, dass sie derjenige verteidigt, ja. Weil da geht es ja um mein eigenes Leben oder um meine eigene Gesundheit, vielleicht auch um Existenz. Und dann ist halt Selbstverteidigung, ja, sagen wir mal, gut angebracht und auch wichtig. Unterheben und strecken den Kopf nach vorne. Das ist ein Schmerz auf die Lehne. Das ist der Schulterhebe mit dem Knickheben. Gut. Leider machen es halt immer noch zu wenig Menschen die Selbstverteidigung. Das nützt auch nichts, wenn sich die Leute heute die Menschen sich irgendeine Waffen aneignen oder kaufen. Mhm. Erstens ist ja, wenn einer keinen Waffenschein hat, dürfte er keine Waffe nicht haben. Und wenn er halt eine Selbstverteidigung macht, dann ist er ja nicht bewaffnet, sondern er verteidigt sich ja nur mit seinem Körper. Und das ist ja auch von der Rechtsprechung her auch in Ordnung. Und ich gehe keine Straftat. Ja. Also von Leuten, die sich jetzt Pfeffersprays kaufen, um die bei sich zu führen, da halten sie nichts. Ne? Da würde ich gerade sagen, es gibt viele Leute, die kaufen sich halt ein Pfefferspray oder ein Gasspray oder irgendeine der Richtung, was er Chemikalien. Es gibt ja Situationen, wenn es die Frau zum Beispiel ein Pfefferspray oder ein Gasspray einsetzt,
und es ist eine schlechte Witterung und die steht vielleicht gegen den Wind, dann hat sie die ganze Ladung selber im Gesicht und dann hat der Täter ja noch ein leichteres Schaffen, weil sie ja die Frau dann sicher selber schon bei der Kampfunfähig gemacht hat. Also ich halte von diesen Chemikalien nichts, die waffenlose Selbstverteidigung. Oder was wir heute auch schon gemacht haben, Verteidigung mit einem Regenschirm oder mit einem Stock. Oder es gibt den sogenannten Kubo dann, das ist also ein kleiner Mini-Schlagstock, der ist ja auch gesetzlich erlaubt und darf sich verteidigen und da auch sich verteidigen kann. Die Situation ist natürlich so, wenn ich irgendeinen Gegenstand habe, mit dem ich mich verteidigen kann und verteidige, und ich kann es nicht, dann kann der Gegenstand auch wieder gegen mich eingesetzt werden. Und das ist natürlich das Schlechte. Und das ist das, wo man sagt, der Mensch oder die Frau oder das Mädchen soll natürlich auch mit dem Gegenstand umgehen können. Und deswegen ist natürlich so ein Selbstverteidigungskurs natürlich schon was Wichtiges. Und dann spielt Größe, Alter und so eigentlich gar keine große Rolle? Spielt keine Rolle, ne? Ich persönlich mag immer gern, wenn mich ein großer, kräftiger angreift und ich kann denjenigen dann zeigen, dass die Größe nicht maßgebend ist. Und in unserem Sport heißt es ja, Körper und Geist verbinden. Sie haben ja selber auch schon Judo gemacht und da heißt es ja der sanfte Weg. Und nachgeben, um zu siegen, das sind so die Sprichwörter oder die Grundeinstellungen in der Selbstverteidigung. Und ich bin schon der Meinung, dass es schon noch dazu in der heutigen Zeit immer noch wichtiger wahrscheinlich sein wird. Und dann wollen wir den normalen Handgelenkschema hier einwenden und belasten mit dem Ellenbogen sein Schulterblatt. Ja. Herr Lori, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg noch für Ihre Kurse. Ich bin ja auch in meiner Sportart 5-mal Sportler des Jahres geworden. Ich danke mich auch für das Gespräch und ich war sehr gerne hier in Renz. Das ist eine sehr schöne Gegend. Ich würde hier lieber wohnen als in München. Dann hoffe ich, dass Sie auch noch Zeit finden, vielleicht mal an den Rhein runter zu gehen heute und so ein bisschen auch unsere Gegend zu genießen. Wir beabsichtigen, ist am Sonntag auf jeden Fall noch vielleicht sogar noch so eine kleine Rheinfahrt von hier weg bis nach Köln oder irgendwo hin. Prima, ganz herzlichen Dank. Bitteschön, gern geschehen. Sportlich geht es bei uns eigentlich auch weiter. Wenn wir mal so viel Sport machen würden, wie wir in der Sendung immer anmoderieren, das wäre, glaube ich, richtig klasse. Das wäre klasse, ja. Also sportlich geht es bei uns weiter und zwar an Tal Total. Richtig schönes Wetter gewesen, um Fahrrad zu fahren, aber eigentlich sind wir ja nicht des Fahrradfahrens wegen auf die Idee gekommen zu filmen, sondern jedes Jahr macht die Concordia immer ganz, ganz tolle Musik. Und vor allem mit der Nachwuchsgruppe. Karl-Heinz hat davon ein paar Impressionen gefilmt und auch nette Leute interviewt. Zu sehen, Herr Wieber. Ja, wir haben heute ganz viele Ensembles, die wir von der Concordia Rhens vorstellen. Wir haben einerseits eine Blockflötengruppe, wir haben eine Bläser AG und jetzt gleich können Sie im Hintergrund schon sehen, da kommt das Jugendorchester gleich zur Geltung und das sind alles so kleine Vorstufen, die dann irgendwann, wenn Sie Lust haben und die meisten bleiben dabei, im großen Hauptorchester spielen. Wann haben denn die Jüngsten angefangen?
Die Jüngsten fangen im Prinzip im Kindergarten an, im letzten Vorschuljahr. Und da haben wir mit dem ersten Schuljahr die Blockflötengruppe. Dann kommen wir zweites, drittes Schuljahr mit der Bläserklasse, die dann bis zum vierten bleiben. Und sobald sie die Grundschule verlassen und ordentlich im Einzelunterricht weitermachen, kommen sie ins Vororchester. Heißt also, das ist so ein richtiger Aufbau, angefangen mit 3, 4, 5 Jahren, unterstützt von zu Hause, wie Sie eben schon mehrfach betonten, dass die Eltern die Kinder auch unterstützen mögen. Und dann geht es dann noch hoch, bis dann im Endeffekt das Orchester die Zielgerade ist, auf den die Kinder spielen. Genau, das ist die Zielgerade. Wir haben jetzt vor kurzem hier in Rehens einen D1-Lehrgang durchgeführt. Das ist das erste Musikerabzeichen, wo man jetzt wirklich sagen kann, dann können die Kinder schon ordentlich was. Den haben wir durchgeführt und davon haben wir 14 Kinder gehabt und alle 14 haben zum Teil mit sehr, sehr guter Leistung bestanden. Heißt also, es werden richtig gehend Prüfungen abgehalten. Die müssen vorspielen, genau. Müssen Noten kennen, ihr Instrument Theorie, beherrschen. Richtig. Blöde Frage, müssten die Kinder heutzutage mit diesen fortschreitenden Spezialisierungen nur ein Instrument perfekt beherrschen oder ist es auch so, dass die Kinder dann irgendwann mal lernen, ein zweites Instrument nebenbei zu beherrschen? Das ist zum Teil unterschiedlich. Wir haben Kinder dabei, die spielen 2, 3 Instrumente mittlerweile. Die sind natürlich auch schon älter, 13, 14 Jahre. Aber wenn man mit einem Instrument anfängt und macht das sehr ordentlich und übt damit, reicht das erstmal aus. Aus Ihrer Sicht, was gäbe es, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit noch zu erzählen? Wichtig ist, dass man immer daran denkt, dass nicht nur der Sport wichtig ist, sondern die Musik in den Vereinen ist eine ganz, ganz tolle soziale Angelegenheit. Es macht einen Riesenspaß, im Ensemble zu musizieren. Sie sehen bis ins hohe Alter, wenn man Werner Ackermann, unseren Ehrenvorsitzenden, nimmt, der weit über 70 mittlerweile ist und er macht das noch leidenschaftlich gerne. Der Werner ist 67, das weiß ich deshalb so ganz genau, weil er mein Jahrgang ist und wir zusammen bei der Concordia angefangen haben. Ich wollte ja nur für Nachwuchs sorgen. Nein, dafür ist er zu alt. Dafür ist er zu alt. Aber man kann bis ins hohe Alter, ich habe Schüler gehabt mit mittlerweile 65, 70 Jahren, die angefangen haben, Instrument zu lernen. In jedem Alter möglich. Das heißt also, für Wiedereinsteiger könnte man eventuell mal ein Programm starten? Wir wollen jetzt eine Bläserklasse für Erwachsene starten, in Verbindung mit dem Bläserstudio in Koblenz. Die wird im Oktober beginnen. Und wir haben viele Eltern, die mittlerweile angefangen haben, weil ihre Kinder musizieren, auch wieder das Instrument in die Hand zu nehmen und einfach mal wieder mitzumachen und zu starten. Das heißt also, die Blasmusik ist sozusagen ein Ding, was man von der Vorschule bis ins hohe Alter ausüben kann. Natürlich, es macht Spaß, man macht Orchesterfahrten, Veranstaltungen wie hier Tal Total. Man hat im Prinzip ein wunderbares Ergebnis dadurch. Es ist immer sehr schön, gemeinsam zu musizieren. Man trinkt natürlich auch mal ein Bierchen dabei. Also kommt der private Aspekt auch noch dabei. Es ist eine tolle Gemeinschaft. Herr Weber, herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Schönen Tag Ihnen. Danke. Danke auch. Wir haben hier eine junge, hoffnungsvolle Nachwuchskraft von der Concordia. Das ist die Sarah. Sarah, sag mal, bist du dabei? Also eigentlich so seit einem halben Jahr jetzt. Und mal ehrlich, der Dirigent guckt dir jetzt zu, aber macht es noch wirklich Spaß? Ja, es macht sehr viel Spaß. Wir haben dich eben gesehen. Was ist dein Instrument? Meins ist die Blockflöte, aber ich werde auf der weiterführenden Schule die Querflöte spielen. Oh, jetzt fangen die im Hintergrund an. Willst du auch mal ins Jugendorchester irgendwann wechseln? Ich glaube schon. Die Begabung hast du dafür? Zur Hälfte. Zur Hälfte? Und was ist mit der anderen Hälfte? Lieber Sport oder irgendwas? Ich würde eher sagen singen. Singen? Ja gut, gleichzeitig blasen und singen geht nicht. Wie willst du das vereinbaren? Willst du deine musikalischen Fähigkeiten in beide Dinge aufsplitten? Vielleicht, ich schau mal. Ja, Pascal, gerade haben wir deinen Dirigat gesehen, gehört mit dem Jugendorchester von der Concordia. Ja. Du hast es, wie gerade der Christoph sagte, übernommen von ihm. Bist jetzt ausgebildeter Musiklehrer. Was macht dir an der Arbeit mit diesen Jugendlichen Spaß? Ja, in meinem Beruf als Gymnasiallehrer für Musik und Erdkunde arbeite ich den ganzen Tag mit jungen Leuten zusammen. Und das kann ich natürlich hier bei meinem Heimatverein auch sehr, sehr gut machen.
Dionysiuskirche, an der ich mal hier gegenüber auf diesem scharfen Turm ganz lange verzweifelt bist. Dionysiuskirche geht jetzt ganz gut. Schwieriger wird die patientenorientierte Smartphone-App zur Steigerung der, jetzt hilf mir bitte, Arzneimitteltherapie-Sicherheit. Das klingt nach Apotheke und was Apotheke. Nach Apotheke klingt, da ist auch Apotheke drin. Frau Jäger, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis, den Sie bekommen haben. Sie haben zwei nette junge Männer mitgebracht. Das sind Programmierer, die bei der Entwicklung dieser App halt mitgemacht haben. Aber viel besser können Sie uns das erklären. Genau, das ist ein gemeinsames Projekt von der Apotheke am Königstuhl in Rehns und der Curasoft GmbH aus Koblenz. Und die Idee ist, dass wir eine App entwickeln, wo der Patient seinen Medikationsplan jederzeit griffbereit dabei hat auf seinem Handy, wo aber auch sowohl der Arzt als auch die Apotheke entweder Medikamente ergänzen kann. Aber das, was uns besonders wichtig gewesen ist bei der ganzen Entwicklung, ist, dass der Patient jederzeit Herr seiner Daten ist und sozusagen also die Datenhoheit verbleibt beim Patienten, und das unterscheidet auch schon unsere App vielleicht von anderen Systemen, die es so auf dem Markt gibt. Aber zu der technischen Seite, da verweise ich doch dann nochmal an den Herrn Hastenteufel. Ja, also für uns war das eine ganz wunderbare Sache, mit der Apotheke hier am Königsstuhl zusammenzuarbeiten. Für uns als Curasoft GmbH ist es ganz wichtig, dass wir Partner im pharmazeutisch-medizinischen Umfeld haben. Und für diese Teilnahme am GE-Förderpreis war das essentiell, dass wir sozusagen den pharmazeutischen Part von der Apotheke am Königsstuhl und den technischen Part von uns, der Curasoft GmbH, mit einfließen lassen. Und das Ganze ist als Smartphone-App konzipiert. Das bedeutet eben, dass der Datenaustausch vom Patienten, der Medikationsplan ist auf dem Smartphone, zum Arzt oder zur Apotheke über einen QR-Code geschieht. Das ist sehr innovativ, denn die Datenhoheit liegt komplett beim Patienten. Und das ist das ganz, ganz Wichtige bei der Sache. Was war Ihre Aufgabe bei diesem Projekt? Ich bin ebenfalls von der Curasoft. Ich bin Geschäftsführer und auch einer der Programmierer von der App. Mhm. Und ich war dafür zuständig, die Daten in den QR-Code reinzubekommen, sodass es auf allen Seiten funktioniert. Kommen wir nochmal zu dem Nutzen. Also eine App für unsere älteren Zuschauer, sage ich jetzt mal, oder welche, die nicht so unbedingt mit dem Handy fit sind, ist also ein kleines Programm auf dem Smartphone. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Ihre Kernkundschaft, sage ich mal so. Die älteren Menschen werden da vielleicht nicht mehr drauf umsteigen. Aber es ist auf jeden Fall die Kundschaft von morgen. Und ja. Also man ist ja durchaus auch überrascht, vielleicht bei Kunden, wo man das nicht erwartet, dass die doch recht fit mit den neuen Medien sind, und das ist ja einfach ein Markt, der stetigen Zuwachs hat, und es ging ja auch gerade bei dem Preis drum, dass man halt ja was Innovatives schafft, und genau. Ja, das denke ich, haben wir damit ganz gut umgesetzt. Jetzt noch mal so ein bisschen zu dem praktischen Nutzen. Der Patient speichert auf seinem Handy seine Medikamente, die er täglich nimmt. Das heißt, er kann dann auch gucken, heute ist Montagmorgen, ich muss die und die Sachen heute einnehmen. Genau, also der Patient, das lässt sich dann halt wunderbar verknüpfen, halt auch mit einer Einnahmefunktion oder einer Erinnerungsfunktion, dass er halt seine Tabletten zu nehmen hat. Ach so, das würde dann auch piepsen und sagen, hier, du musst das und das heute nehmen. Ganz genau, richtig. Da gibt es eine Erinnerungsfunktion, und das ist genau wie ein Termin, den man in seinem Smartphone speichert, ist das ja auch so, dass dann eine Meldung aufploppt, in der dann steht, du musst jetzt das Medikament XY einnehmen, und der Patient kann dann auch quasi protokollieren, dass das Medikament eingenommen wurde. Das ist für die Eigenkontrolle sehr, sehr wichtig. Also ich weiß jetzt von meinen Eltern, die haben sich immer die Döschen so für die ganze Woche fertig gemacht. Genau. Würde das entfallen oder bleibt das trotzdem? Das lässt sich ja in dem Sinne auch miteinander kombinieren. Also das eine ersetzt ja jetzt nicht zwangsläufig das andere, aber natürlich, dass man diese Kontrolle hat und weiß, Montagmorgen, ich habe jetzt meine Tabletten schon genommen oder nicht, das lässt sich dann natürlich mit Hilfe der App nachvollziehen. Oft spricht man ja auch von den Wechselwirkungen der Medikamente. Das ist, denke ich mal, so laienhaft vielleicht auch ein Vorteil dieser App, dass Sie den Überblick dann haben, das und das. Genau, und halt vor allen Dingen ja nicht nur wir haben den Überblick, sondern das haben halt alle sozusagen am Medikationsprozess Beteiligten immer den aktuellen Überblick. Also der Arzt weiß, weil der Patient geht ja auch, gerade wenn es vielleicht doch jemand Älteres ist, auch nicht nur zu einem Arzt, sondern hat ja auch noch einen Facharzt oder hat einfach
ja, sind verschiedene. Dann zeigt er das Handy und die können entsprechend dann sehen. Also er muss das nicht irgendwie erst auf den Arztcomputer übertragen, sondern die Daten bleiben praktisch bei dem Patienten selbst. Genau. Ganz genau. Was man da auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern und den Patienten dadurch verbessert wird. Es ist ein Austausch über einen QR-Code. Allerdings ist es auch so, dass wir die Smartphone-Applikation so konzipiert haben, dass sie auf verschiedenen Sprachen funktioniert. Das bedeutet, wenn der Apotheker, die Apothekerin zum Beispiel, die Daten in das System eingibt, welches Medikament eingenommen werden soll, dann ist das in der Regel natürlich hier in Deutschland auf Deutsch. Wenn jetzt jemand die Applikation, die App, die Smartphone-App verwendet, funktioniert das auch auf Englisch oder wir haben sogar Arabisch vorgesehen. Das bedeutet, die Daten, die hier auf Deutsch eingegeben werden, werden auch von Menschen verstanden, die die App in anderen Sprachen verwenden. Genau. Und halt auch nicht nur, ja, welches Arzneimittel nehme ich überhaupt, sondern wie nehme ich das Arzneimittel auch ein. Das ist ja durchaus, bei einer Tablette ist es noch recht selbsterklärend, aber da gibt es ja durchaus... Zöpfchen weiß ich auch noch. Ja, diese, genau. Shocking way of application. Aber es gibt es ja durchaus bei einem Asthma-Spray zum Beispiel Sachen, die man einfach noch zu beachten hat und das lässt sich einfach nochmal auch jederzeit wieder abrufbar über die App dann auch nachschauen für den Patienten. Also ich könnte mir denken, gerade jetzt in der Urlaubszeit, wenn man in Frankreich, es passiert irgendwas, man muss schnell zum Arzt, dann ist es ja, wenn man die Sprache nicht beherrscht, schon schwierig, wenn man dann zeigen kann, hier, da sehen Sie, das nehme ich und der Arzt kann das auf Französisch, das finde ich wirklich klasse. Ja. Wie kamen Sie auf die Idee? Es gab halt diese Preisausschreibung für diesen GEHE-Förderpreis, wo es halt darum ging, dass man die Zukunft der Apothekenlandschaft ja, ein bisschen verändert. Und letzten Endes war so der erste Gedanke, dass man diese Einnahmehinweise, die man dem Patienten ja gerne mitgeben möchte, halt auf so einen kleinen Post-it meistens nicht draufpassen. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und dann ja, haben wir uns zusammengeschlossen und dann nahm Also es war jetzt kein Projekt, was es schon gab, mit dem Sie sich dann beworben haben, sondern Sie haben die Ausschreibung gesehen und haben gedacht, ey, da wäre eine Idee dazu, was zu machen. Genau. Ja. Und das ist natürlich auch, muss man auch sagen, also wir kommen von der technischen Seite, hier ist das Pharmazeutische und das ist auch eine ganz tolle Sache, wenn überhaupt mal in die Zukunft gedacht wird und wenn das gefördert wird. Und deshalb waren wir sehr dankbar, dass es den GEHE-Förderpreis gibt, denn in der Regel ist es so, man arbeitet innovativ und dass dann so eine Rückmeldung kommt, dass man den ersten Preis sogar gewinnt, das ist eine ganz tolle Sache und das motiviert auch. Tolle Auszeichnung, genau. Ja, es waren ja eine ganze Reihe von Bewerbungen für diesen Preis. Ja, ich glaube, es waren über 40 Bewerbungen in der engeren Auswahl, genau. Mhm. Und ja, da scheint dann unser Konzept doch so überzeugt zu haben, dass wir dann den ersten Platz damit gewonnen haben. Und das ist auch schon fertig abgeschlossen? Also man kann sich die App schon herunterladen? Oder wie lange wird das vielleicht noch dauern, bis es richtig auf den Markt kommt? Also im Moment ist das Projekt in der Prototypenphase, das heißt, wir sind noch am Entwickeln und wir haben vor, das innerhalb des nächsten Jahres auf den Markt zu bringen, sodass auch die Patienten davon dann am Ende profitieren können. Also so direkt morgen runterladen geht noch das nicht. Geht noch nicht, aber so ist das ja bei guten Ideen, die brauchen dann auch noch ein bisschen natürlich. Zeit. Definitiv ist das so. Also bis eine App entwickelt ist, das geht nicht von heute auf morgen. Das sind zwar sehr kleine Programme. Wir entwickeln zum Beispiel auch in unserem Unternehmen die Asthma Plus App für Asthmatiker ganz speziell. Das ist auch mit einem Medikationsplan. Und bis man das dann marktreif hat, das ist eine lange Geschichte. Und das ist natürlich auch investitionsgetrieben. Und bis wir das haben, das dauert noch. Allerdings sind wir da auf einem sehr guten Weg. Frau Jäger, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Wir werden dranbleiben. Danke. Wir werden dann auch berichten und das vielleicht dann mal richtig live ausprobieren, wie es funktioniert, wenn das Projekt richtig fertig ist. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute weiter. Dankeschön. Wie in der letzten Sendung schon angekündigt, geht es bei uns jetzt tierisch weiter. Und normalerweise ist es immer so, dass wenn was mit Tieren ist, liegen entweder Micha oder ich auf dem Boden, um mit irgendwelchen Tieren zu schmusen. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Dieses Mal lag auch wieder dankenswerterweise unser Alltagsheld Karl-Heinz auf dem Boden und hat gefilmt, und zwar bei Animal Heights. Es war einfach toll.
Frau Bischof, das ist vielleicht jetzt das interessanteste und überraschendste Interview, was wir jemals gemacht haben, weil man weiß nie, welche Hunde jetzt gleich hier angestürmt kommen. Aber die haben auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Und ich sehe, Sie und Ihr Partner, Sie haben auch ganz viel Freude mit dem, was Sie hier geschaffen haben. Das stimmt. Wie kann man hier keine Freude haben? Ne? Die Tiere machen einem jeden Tag Freude und auch wenn es anstrengend ist und unheimlich viel Arbeit, ist es auch einfach mindestens genauso lustig. Ne? Ergeben sich immer wieder witzige Situationen und man wird auch mal nass und schmutzig und das gehört alles dazu. Und wir haben Freude, wenn wir sehen, wie viel Freude die Tiere haben. Ja, es ist ein Paradies hier. Eigentlich würden wahrscheinlich viele Menschen sich freuen, sie hätten eine solch tolle Umgebung, einen solch schönen Teich, eine solche tolle Möglichkeit hier zu sitzen, zu entspannen. Aber sie tun das für die Tiere und zwar speziell für Hunde und Katzen. Richtig, das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass auch gerne Menschen hier Urlaub machen würden. Das können wir gut verstehen. Wir sind auch froh, dass wir hier leben dürfen. Und nein, wir haben vorwiegend Hunde und Katzen hier. Später eventuell auch mal Pferde, aber das ist Zukunftsmusik und im Moment widmen wir uns ganz den Kleintieren. Und das war alleine schon über 4 Jahre Vorbereitung? Richtig, das war eine ganz, ganz lange Zeit. Eine ganz, ganz lange Zeit, bis wir überhaupt Gehör gefunden haben für das ganze Projekt, dass wir hier hin konnten. Und dass auch die Leute gesagt haben, Mensch, das ist toll, sowas fehlt, ja, sowas hätten wir gerne. Und das hat viel Überzeugungsarbeit gekostet, ja, viel Geduld, viel Zeit. Und in der Zeit hatten wir aber auch dann die Möglichkeit, möglichst gut und genau zu planen und das nach unseren Vorstellungen umzusetzen. Ne? Wie kamen Sie auf die Idee? Ja, wie kam ich auf die Idee? Ich bin selbst tiermedizinische Fachangestellte und wurde einfach immer wieder im Laufe der Praxiszeit gefragt, Mensch, Frau Bischof, und wo können wir denn unser Tier abgeben, wenn wir mal in Urlaub fahren müssen? Und wo ist es denn schön? Und können Sie uns nichts empfehlen? Und ich konnte Sachen empfehlen, aber eigentlich eher viele kleinere Pensionen oder private Pensionen, die einfach auch schnell voll sind, ne? Die dann auch eine Stammkundschaft haben. Und von den anderen Dingen hat uns einfach einiges nicht gut gefallen, ja, oder war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da haben wir gesagt, Mensch, die Nachfrage ist so groß und wir haben so viel Spaß und so viel Freude dran, das können wir in schön, in groß, in schön, in neu, ja. Mhm. Und so ist es entstanden. Das Gelände hier war früher, glaube ich, eine Gärtnerei, Baumschule und Sie haben das dann aufkaufen können? Richtig, richtig. Wir hatten das große Glück, das aufkaufen zu können. Ich selbst komme aus Udenhausen gebürtig und wir sind einfach jeden Tag hier dran vorbeigefahren, immer wieder hoch und runter und ich habe das Gelände immer schon geliebt. Ich habe gesagt, das ist ein besonderer Herzensort, ja? Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, hier oder gar nicht. Und wurde dann erstmal, musste man rausfinden, wem das Gelände denn gehört, ne? Und ist dann in Verkaufsverhandlungen gegangen. Und Gott sei Dank ist die Frau Farmüller total begeistert von dem Projekt, sagt, ihr Vater, dem die Baumschule damals gehört hat, wäre total glücklich, wenn er sehen könnte, was heute hier ist. Hat Tiere immer sehr geliebt, Pferde sehr geliebt, ja? Und war eigentlich Feuer und Flamme auch für das Projekt und hat uns somit sehr unterstützt. Unterstützung auch durch den Bürgermeister, der war ja bei der Eröffnung hier und er hat gestrahlt. Wir hatten jetzt ihn nicht interviewen wollen, aber ich hatte so den Eindruck, dass er der Sache auch sehr wohlwollend gegenübersteht. Das ist richtig. Der Herr Schmalz hat uns die ganze Zeit unterstützt und auch er wollte natürlich erst mal sehen, was wir denn da vorhaben. Ne? Und war aber dann, als wir mal Pläne gezeigt haben und gezeigt haben, wie wir uns das vorstellen und wie naturnah das auch sein soll, ja? Wie schön sich das in die Landschaft einfügen soll, da war er dann doch auch richtig Feuer und Flamme und begeistert. Das gibt es ja nun nicht auch so häufig in Deutschland. Also nach dem, was Sie mir am Eröffnungstag gesagt haben, ist es ziemlich einzigartig vielleicht sogar in dieser Form. So in der Kombination und in dem Zusammenspiel, wie wir uns das vorstellen, ne, und was wir anbieten, ist es eigentlich einzigartig. Es gibt einige größere Sachen, die natürlich auch ein Rundum-Service-Programm anbieten. Ne? Es ist dann aber auch oft nicht so familiär, wie das jetzt hier bei uns ist. Ne? Es ist noch ein Touch persönlicher auch. Sie leben hier, Sie wohnen hier, Sie sind also mit den Tieren dann auch nachts, sage ich mal, immer 24 Stunden eng verbunden. Dann schlage ich vor, wenn wir dürfen, gehen wir mal rein und Sie zeigen uns mal, wie es drin aussieht. Kein Problem, gerne. Das ist hier eins unserer wunderschönen Zimmer und der Hund hat mehrere Möglichkeiten bei uns. Der Leine zeigt das schon ganz schön. Entweder er liegt oben drauf, so ein bisschen erhöht, wie auf dem Sofa, kann toll rausgucken. Ne? Und dann haben wir aber auch Hunde, die liegen einfach gerne unten drunter, wie im Höhlchen. Guck mal, geh mal gucken. Schnell.
Jawohl. So oder auch so im Bettchen. Wir haben hier wirklich für jeden vielfältige Möglichkeiten geschaffen. Was auch noch sehr interessant ist, alle unsere Räume sind kameraüberwacht. So können wir auch oben aus der Wohnung sehen, ne, was hier unten passiert, was passiert, wenn wir nicht dabei sind, wie verhalten die Hunde sich miteinander. Und das ist für uns auch immer ganz spannend, muss ich ehrlich sagen. Wie kam es zu dem Namen? Ja, The Animal Heights. Wir haben ganz, ganz lange nach einem Namen gesucht. Eigentlich von diesen 4 Jahren Planungszeit 3 Jahre lang. Und wir hätten gerne einen deutschen Namen genommen und sind ja auch hier in Deutschland. Und es wäre sicherlich auch für alle allgemein verständlicher gewesen. Wir haben einfach nichts Adäquates gefunden, was das hier auch verkörpert hätte. Man kann es natürlich irgendwie Annas Tierparadies nennen oder überhaupt das Tierparadies. Ja, wir sind aber ja hier mehrere und das wäre irgendwie dem allen nicht gerecht geworden. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben ja nicht nur eine Tierart hier, sondern ganz später im Endeffekt mal 3 Tierarten und die sollten auch alle irgendwo im Namen untergebracht werden. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, die Tierhügel, Animal Heights, ja, da kann eigentlich keiner irgendwie was Negatives dran finden. Wir sind hier oben auf dem Hügel, ne, und das klingt auch einfach schön. Sie haben ein völlig ausgeklügeltes System, auch mit dem man hier die Räumlichkeiten verändern kann. Richtig, also wir haben hier eine Besonderheit. Sollten sich die Hunde auf der Hundewiese sehr gut miteinander verstehen und sind alleine aus dem Haushalt gekommen und finden es aber natürlich doof, dann auch alleine zu sein. Ne? Und so können wir diese Räumlichkeiten zusammenlegen, indem wir einfach diese Türen umschließen, hier einrasten und mit dieser Tür dasselbe machen. Dann können wir aus 2 Zimmern ein großes Zimmer machen und die Hunde dann zusammenlegen. Hier sehen Sie die Anschlüsse von unserem Hochdruckreiniger. Die sind überall an verschiedenen Punkten in der Pension. Der Hochdruckreiniger selbst ist, weil er sehr sperrig und sehr laut ist, nebenan in der Halle fest verbaut. Und wir schließen hier halt eben nur unsere Lanzen an und können dann beliebig die Teile, die Räumlichkeiten ausspritzen, für die es jetzt gerade notwendig ist. Wir haben in der ganzen Tierpension, auch im Keller, einen Epoxidharzfußboden, der ist fugenlos und das ist für uns enorm wichtig. Ne? Es geht auch immer mal ein Malheur daneben oder es markiert mal einer und das können wir halt eben extrem gut sauber halten. An jeder Box gibt es jetzt auch einen Plan mit dem Namen des Tieres und seiner Medikamente oder Futterspezialitäten. Also er wird hier praktisch so weiter versorgt, wie er es von zu Hause gewohnt ist? Richtig. Ist uns total wichtig, dass wir die Gewohnheiten von zu Hause übernehmen. Das hier soll ein Urlaub sein, ne? Zwar auch losgelöst von zu Hause, zum Beispiel gehen wir ja auch kein Gassi, ne? Das ist zu Hause der Alltag und hier gibt es halt eben was anderes. Aber ansonsten ist es eine Umstellung für das Tier, hier im Urlaub zu sein und wir versuchen, die anderen Gegebenheiten genauso wie zu Hause zu leben, ne? Damit die Umstellung auch einfach nicht so schwierig ist. Und bei den Medikamenten ist es sowieso keine Frage, die müssen natürlich gegeben werden wie zu Hause und das ist ja auch eins unserer Alleinstellungsmerkmale, dass wir halt eben durch meinen Beruf, meine Ausbildung auch Tiere versorgen können, die halt eben Medikamente benötigen, ne? Und wo es auch ganz genau nach Plan funktionieren muss und einfach auch eine Überwachung gegeben sein muss, ne? Also hier sieht man es ganz schön. In dem Zimmer wohnen Sam und Emmy. Das ist ein ganz lustiges Paar. Das ist ein deutscher Schäferhund und eine französische Bulldogge. Und Emmy ist noch sehr jung, da ist nichts zu beachten, außer hier, dass wir hier hingeschrieben haben, was sie halt eben zu essen bekommt, damit jeder das auch direkt so sehen kann. Und Sam bekommt halt eben auch Medikamente. Und da ist nicht nur ganz wichtig, dass wir hinschreiben, was für welche, sondern halt eben hier auch die Dosierung. Wobei für das, die Gabe der Medikamente nur ich zuständig bin in dem Fall. Ja, guck mal, das ist Fernsehen. Das ist das Fernsehen. Ist das aufregend? Ja, ich weiß. Ha? Komm, wir gehen mal zum Sam. Na, komm. Geh mal zu deinem Kumpel. So. Guck mal, Sam. Ist die Emmy wieder? So. Ja. Hier haben wir die Madam. Madam sagt auch direkt schon Hallo. Ja? Madam ist eine Bengalkatze und bewohnt eins unserer Zimmer mit Zugang zum Außengehege, denn die ist auch zu Hause Freigängerin. Die möchte jetzt unbedingt kuscheln. Und ja, jedes Zimmer ist anders gestaltet. Ja? Das hier ist unser kleinstes Zimmer, möchte ich mal so sagen, obwohl es immer noch sehr groß ist. Ich führe das jetzt wunderschön vor, dass sie sich hier auch wohlfühlt, ist erst seit 2 Tagen da, muss man dazu sagen. Und für eine Katze ist es echt schwieriger,
sich in einer anderen Umgebung wohlzufühlen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie toll das angenommen wird von den Katzen und wie entspannt die hier eigentlich sind. Das ist die kleine Bagheera. Und Bagheera hat ihren großen Kumpel mitgebracht. Der rollt sich da hinten. Das ist der Bo. Die wohnen hier zusammen und haben unser Action- und Kletterzimmer. Man sieht das hier ganz toll an den Deckenkästen, die auch super gerne benutzt werden zum Klettern und zum Spielen. Wir haben überall diese kettengesteuerten Türen für die Außengehege und für die Balkone. Das hat den einfachen Grund, die Tiere sollen möglichst sicher rein und raus können. Und das können wir mit diesem Tor sicherstellen. Es öffnet sehr langsam und wenn es einen Gegendruck bekommt beim Schließen, dann bleibt es automatisch stehen und dann kann auch nichts passieren. Und jetzt ist sie schon raus. Jawohl, hier sind wir im Außengehege und das ist eigentlich die Sonnenterrasse für die Katzen und die ist auch besonders beliebt. Wir haben es uns ganz toll ausgedacht. Unsere Vordächer sind ja überdacht, aber wir haben auf der einen Seite die Morgensonne, die halt eben noch wunderschön angenehm ist. Auch wir lieben die Morgensonne. Und wenn die Sonne im Zenit steht und am heißesten ist, haben beide Seiten vollen Schatten, dass da auch keiner in der Sonne brät. Und hier auf der Seite ist dann die wunderbare Nachmittags- und Abendsonne. Und dann gibt es nichts Besseres, als da oben drauf zu liegen und das zu genießen. Und auch im Häuschen kann man liegen und auch das wird genutzt. Und hier unsere kleine Bagheera und sowieso die Kletterfritzen, die klettern auch gerne das Seil hoch und toben hier einfach ein bisschen. Hier haben wir unseren ältesten Bewohner im Moment. Das ist der Wellington. Hallo Wellington. Guten Morgen. Komm mal raus. Wellington. Hier sehen wir auch eine Besonderheit, habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist ein vollbegehbarer Kratzbaum für alte Katzen oder halt eben Katzen mit einem Handicap, die nicht mehr so einwandfrei springen können oder sollen. Aber auch die liegen gerne erhöht und gucken aus dem Fenster. Und hier ist jede Höhe, die eigentlich gesprungen wird und auch von jeder Katze, die ganz normal fit ist, problemlos überwunden werden kann, nochmal überbrückt mit kleinen Treppen. Überall, sodass die Katze jeden Platz einfach erreichen kann, ohne große körperliche Leistung zu erbringen. Was noch toll ist an unseren Bäumen, sind alles nur natürliche Materialien. Das war uns unglaublich wichtig. Es sind Eichen, die haben wirklich so noch im Wald gestanden, sind Hitze und Gas behandelt, damit keine Parasiten mehr dran sind. Aber es sind halt eben richtige Bäume. Und es zeigt sich, dass unsere Gäste die lieben. Die annehmen, klar, ist Natur. Ja, wie Sie hier sehen können, können wir alle Zimmer durch die Videoüberwachung kontrollieren und auch abends, wenn es dann Richtung Schlafen geht, auch sicher gehen, dass der Hund sich beruhigt und abgelegt hat. Kann man jeden einzelnen Raum und auch die Ausläufe wie die Wiese kann man alles sehen. Wir können hier ganz genau kontrollieren, was auf der Wiese auch passiert. Wir gehen jetzt einmal hier auf das Bild von der Wiese und können hier reinzoomen und sehen, die Kollegin spielt gerade mit den Hunden Bällchen. Sie sind im Moment zu dritt hier vom Personal. Das ist natürlich ein 24-Stunden-Job rund um die Uhr. Aber Sie möchten auch nicht oder Sie können nicht unbedingt jeden hier gebrauchen. Nee, das ist völlig richtig. Ja? Man stellt sich das so vor und lieb mit den Hunden spielen und auch ein bisschen kuscheln. Und klar gibt es ganz viele Leute, die bei uns angefragt haben, die das super gerne übernehmen würden. Uns ist total wichtig oder mir auch hier in dem Fall als Chefin, dass alle, die hier arbeiten, mindestens mal einen Sachkundenachweis haben und auch eigentlich eine Ausbildung im tierischen Bereich. Denn die Hunde verstehen sich zwar alle gut und die spielen auch miteinander, aber das sind Lebewesen und auch da gibt es immer wieder Situationen, entweder vielleicht um Ressourcen, ja, und auch Liebe ist eine Ressource, wo es einfach zu einer unschöneren Situation kommen kann oder zu einem Streit. Und wenn jemand dann gar keine Ahnung hat oder einfach Hunde nur gern hat, reicht das oft nicht aus. Und wir wollen hier einfach auch ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten und an Kompetenz. Ja? Und da gehört einfach auch eine Ausbildung dazu. Den Lebensgefährten haben Sie ja schon kennengelernt, mit dem ich das hier zusammen mache. Und wir haben auch noch eine Mitarbeiterin, die Alexandra Schütz. Und die kann am besten auch, denke ich, selber was über sich erzählen. Die unterstützt uns hier. Ja. Ich bin Hundeverhaltenstherapeutin
und ja, seit der Öffnung mit dabei. Das heißt, die Tiere werden hier nicht nur irgendwie so runtergebracht, sondern die können auch was zusätzlich lernen und sie können... Wenn das gefragt ist, dann auch Agility können wir noch anbieten oder wenn irgendwelche anderen Wünsche sind, was das Hundetraining an sich angeht, auch außerhalb dieses Geländes. Und eigentlich hat ja erfahrungsgemäß fast jeder Tierbesitzer etwas, was noch zu verbessern ist, ne? Oder woran man noch ein bisschen feilen kann. Passiert jetzt auch schon mal, dass Hunde abgegeben werden, die so völlig unerzogen sind? Ja. Ja. Das im Fernsehen sagen? Ja, natürlich, wir nennen ja keine Namen. Nein, na klar gibt es das. Na klar gibt es das immer wieder. Und die Hunde werden unterschiedlich gehalten. Es ist immer wieder Kindersatz und auch immer häufiger Kindersatz. Und wie man das von den Kindern auch kennt, ne, fehlt da manchmal auch ein bisschen die Konsequenz oder überhaupt die Führung. Und ja, dann sind die auch schon mal richtig unerzogen. Aber der gute Wille ist ja sicherlich immer da. Ich denke, Menschen, die ihre liebgewordenen Tiere bei Ihnen in Pflege geben, die werden also so richtig irgendwelche völlig verwahrloste Straßenhunde werden sie nicht haben. Ne? Man muss auch Verständnis dafür haben. Ne? Das sind auch zwischenmenschliche Beziehungen und man ist auch nur ein Mensch und da schleichen sich auch ganz schnell Fehler ein. Ja? Und das ist auch oft mit Emotionen behaftet. Genau, ne? Genau, und da kann Fall. Man sich manchmal nicht so klar davon abgrenzen und das mal von außen betrachten. Ja. Und da hilft einfach auch immer noch mal jemand, der da Ahnung von hat, ne, um zu sagen, Mensch, hast du darüber mal nachgedacht? Oft sagen die Besitzer, ach du Gott, es ist so einfach. Ja, so dass sie da so wirklich auch in der Zeit Erfolge auch haben können. Ja, und wie gesagt, ich lerne von Anna, Anna lernt von mir und genau. Ja. Wir sind ein tolles Team hier oben. So würde ich es auch sagen. Wie sind die Pläne für die Zukunft? Wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen? Ja, erstmal hoffen wir natürlich, dass es so erfolgreich weitergeht, wie es gestartet ist. Ne? Und dass wir das Ganze, auch das Programm noch ein bisschen erweitern können. Wir haben auch schon mal nachgedacht über schöne Events, die man hier veranstalten kann für die Hundebesitzer, für die Tierbesitzer. Ne? Ob das eine Welpenstunde ist oder einfach auch so mal ein Sommerfest oder ne? Um die Leute hierher zu locken. Und auch wir wollen uns immer weiterbilden. War mir in der Tiermedizin unglaublich wichtig, ist es auch immer noch. Und ich finde auch hier in unserem Bereich ist es total wichtig. Man lernt immer was dazu, kann nicht genug sehen. Ja? Und so werden auch alle drei von uns immer weiter geschult und gebildet. Ein tolles Team, das wir hier besuchen durften. Ganz lieben Dank für diese ausführliche Führung, für die tollen Informationen. Nichts wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Also der wird von selber, glaube ich, kommen. Das sieht man ja schon. Und wenn man mit Herzblut dabei ist. Genau. Und wir freuen uns, wenn wir wieder mal vorbeikommen dürfen. Jederzeit von Herzen gerne. Vielen Dank, dass Sie überhaupt da waren und den tollen Beitrag hier über uns gemacht haben. Dankeschön. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, eigentlich wollte ich unseren nächsten Beitrag ansingen. Die Herren haben mich dann doch davon überzeugt, es nicht zu machen. Ich wäre dafür gewesen. Ja, aber Karl-Heinz nicht. Wir kommen aber somit zum L, wie lerne deine Heimat kennen. Und zwar L wie Landstraße, wie L208 Landesstraße. Das ist die von Lenz nach Laldesch. Und die sind wir schon ein paar Mal gefahren. Jetzt ist sie fast fertig und bevor sie ganz fertig ist, haben wir gedacht, wir zeigen Ihnen das schon mal. Es ist wirklich toll. Also das Warten, liebe genervten Waldescher und Drenser, das Warten hat sich gelohnt. Wir werden eine ganz tolle Straße. Demnächst wird sie eröffnet.
Wir kommen zum Ende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht ohne unsere Millionenfrage. Die ist diesmal sogar zweigeteilt. Die erste Frage ist nämlich, wie sind wir über Satellit zu empfangen? Wir sind es seit 1. Juli, aber wie es genau geht, ich habe es noch nicht geschafft. Wir haben aber eine Anleitung auf unserer Homepage-Seite. Dort können Sie das nachlesen. Also theoretisch geht es, dass man uns über Satellit empfängt. Aber bei Millionenfrage denken Sie natürlich vielleicht, wie Anna auch, erstmal an was anderes. Also da wir die Kulturmillion immer noch nicht haben, ich frage mich, wo sie ist, würden wir dann heute mal die Jauchsche Millionenfrage stellen. Die da wäre, ich brauche einen Spickzettel, entschuldigen Sie bitte. Jetzt müssen wir wieder Fuschzettel. Ja. Was ist vorausschauend engagiert? Real, digital und kommunal? Tja. Getreu dem Motto Erich Kästners, tue Gutes und sprich darüber, werden wir das in der übernächsten Sendung auflösen. Ein paar kleine Hinweise dafür vielleicht schon in der nächsten Sendung, die kommt am 27. August. Bis dahin hoffen wir, dass der Sommer ein bisschen die 3 Stunden Sommer, die wir bisher hatten, vielleicht nochmal zurückkommen. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen noch eine wunderschöne Restferienzeit. Wirklich ein paar Strahlen Sonne und wir sehen uns.